Es ist kein Geheimnis, dass die Menschheit von den Mächtigen kontrolliert wird, die die multinationalen Konzerne und das Bankenwesen leiten. Es gibt jedoch eine äußerst wichtige Erkenntnis, die nicht öffentlich gemacht wird und welche wir alle kennen sollten. Rechtlich gesehen ist die Sklaverei, die sie uns unterworfen haben, bereits beendet, aber sie zögern, uns die Freiheit zu geben, die uns rechtmäßig zusteht. Aus diesem Grund leben wir in diesen turbulenten Zeiten. Sie versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass dieses wichtige Wissen zu den Menschen gelangt, weil sie die Kontrolle nicht verlieren wollen, welche eine kleine Gruppe seit Tausenden von Jahren über den Rest der Menschen auf diesem Planeten ausübt. Aber ob man es will oder nicht, das Wissen ist offenbart worden. Die Wahrheit kann nicht mehr lange verborgen bleiben. Nur wenige wussten es, aber sie gaben es nicht preis, weil sie auf diese Weise das Machtgefälle zum Rest der Menschen aufrechterhielten, die das Naturgesetz ignorierten, dass das geistige Gesetz ist, das die Konsequenzen des Verhaltens aller intelligenten Spezies im Universum regelt. Das Naturgesetz ist in anderen Kulturen als moralisches Gesetz bekannt und verschiedene Religionen haben es als Gottesgesetz bezeichnet. Alle Konfessionen beziehen sich auf dieselbe Sache. Dieses Wissen gibt uns den Schlüssel an die Hand, um aus dem großen Gefängnis herauszukommen, in das sie die Welt verwandeln. Die Nachrichten, die Medien und andere Ablenkungen und Unterhaltungen wie Fußball und Filme schalten das Bewusstsein aus und halten die Menschen in einem psychisch-depressiven Zustand, indem sie in unseren Köpfen eine Welt erschaffen, die nicht real ist. Auf diese Weise lenken sie uns von der Wahrheit ab. Die meisten Menschen stehen unter Hypnose, ernähren sich von genetisch veränderten Organismen und das Schlimmste ist, dass sie sich dabei wohlfühlen und nicht merken, dass sie ihre Macht und ihre Freiheit verlieren. Wenn eine Gesellschaft im Widerspruch zum Naturgesetz lebt, entsteht Kontrolle. Die Kontrolle wird von der Regierung ausgeübt, die die illusorische Macht dieser Realität in ihren Händen hält. Und natürlich führt diese Kontrolle nicht zum Guten und zur Zerstörung. Seit vielen Jahren erleben wir die Robotisierung der Menschheit. Die Monotonie der Arbeit und der Unterricht in den Schulen, der darauf beruht, wie Roboter den Schulstoff auswendig zu lernen, hemmen Fantasie und Kreativität, was über kurz oder lang zu Müdigkeit und Traurigkeit führt. Derzeit versuchen sie sogar, uns unsere Menschlichkeit und unsere Liebe zu anderen zu entziehen, indem sie Umarmung und soziale Kontakte verbieten. Wenn sie die menschliche Essenz auslöschen, werden sie uns daran hindern, die Wahrheit zu finden, den wahren Grund, warum wir auf diese Welt gekommen sind. Sie wissen sehr wohl, dass wir gerade das Ende des Zyklus erleben, den so viele Kulturen seit so langer Zeit verkündet haben. Wir leben in einer entscheidenden Zeit. Die Gesetze, die im Bereich des Unsichtbaren wirken, manifestieren sich im Bereich des Sichtbaren. Die parasitären Energien, die uns in diesem Zustand gehalten haben, brechen zusammen und werden bald vollständig verschwinden. Jetzt müssen wir uns mehr denn je vereinen, um einen neuen Humanismus, ein neues Paradigma zu schaffen, in dem Zusammenarbeit die Grundlage unserer Gesellschaft wird und jeder die Wahrheit kennt, nämlich, dass wir Schöpfer sind. Das Wichtigste ist, dass wir erkennen, dass die Lösung in uns selbst liegt. Dafür müssen wir zuerst das gesamte Glaubenssystem löschen, das seit unserer Kindheit in unser Unterbewusstsein eingepflanzt wurde. Wir müssen die Gedanken, Emotionen und Handlungen, die uns in unerwünschte Situationen führen, verändern. Und dies können wir nur mit dem Herzen und dem Verstand erreichen. Aber wie sind wir in so eine Situation gekommen, dass wir Sklaven einiger weniger geworden sind? Um das besser zu verstehen, müssen wir in die Zeit des antiken Rom zurückkehren. Damals waren die Juristen der Ansicht, dass es drei Arten von Capitis Diminutio gibt, was so viel bedeutet wie Rechtsverlust oder Beschränkung der Rechtsfähigkeit. Es gab drei Grade, Maxima, Media und Minor oder Minima. Um sie zu unterscheiden, drückten sie sie in Großbuchstaben und Kleinbuchstaben oder gemischt aus. Capitis Diminutio bezeichnet den Verlust der Staatsbürgerschaft oder der Freiheit durch eine Gruppe oder eines ihrer Mitglieder.
Eine Capitis diminutio maxima bezeichnet den Verlust der Freiheit, des Bürgerrechts und der Familienzugehörigkeit. Der Verlust des Bürgerrechts und der Familienzugehörigkeit wurde Capitis diminutio media genannt und der Verlust der Familienzugehörigkeit als Capitis diminutio minima. Früher waren die Namen der Verstorbenen in Großbuchstaben auf den Grabstein geschrieben. Heute kann man das nur teilweise beobachten. Das lag daran, dass die Namen derjenigen, die aus dem Leben schieden, und der Sklaven in Großbuchstaben geschrieben wurden. Denn beide hatten keine Rechtskraft, sie hatten ihre Rechtsfähigkeit verloren. Das heißt, die Sklaven hatten die gleichen Rechte wie die Verstorbenen. Der Pater Familias war derjenige, der die Autorität über die Familie ausübte. Und nur römische Bürger konnten diesen Rechtsstatus einnehmen. Das Wort Familie kommt vom lateinischen famulus, was mit Diener bzw. Gehilfe übersetzt werden kann und mit Gesamtheit der Dienerschaft oder Gesinde zu übersetzen ist. Nach römischem Recht bestand die Familie des Pater Familias aus Blutsverwandten, Freien und Sklaven. Wenn ein Sohn volljährig wurde und sich emanzipieren wollte, verzichtete der Pater Familias auf seine Autorität und der Sohn wurde zum Pater Familias. Warum werden wir aufgefordert, alle Dokumente mit unserem Namen in Großbuchstaben auszufüllen? Sei es für die Bank, die Krankenversicherungskarte oder andere Dokumente. Der Grund dafür ist, dass derzeit der Staat das Recht des Pater Familias ausübt. Das heißt, wir sind noch nicht emanzipiert und da unsere Rechte begrenzt sind, brauchen wir jemanden bei wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel einen Notar, wenn wir ein Haus kaufen möchten. Wie sind wir dazu gekommen? Sobald wir auf die Welt kommen, melden uns unsere Eltern beim Standesamt an. Die Eintragung ist ein bilateraler Vertrag, eine Übertragung. Wir werden als Mensch geboren, aber mit der Geburtsurkunde erstellt die Verwaltung die natürliche Person, was uns zu Schuldsklaven macht. Es wird eine Identifikationsnummer erstellt, die sich in anderen Dokumenten wie dem Personalausweis, Führerschein, Sozialversicherungskarte und so weiter wiederfindet. Mit der Antragstellung des Personalausweises akzeptieren wir meist unwissentlich die juristische Person. Und wenn wir uns mit eines dieser Dokumente ausweisen, übernehmen wir die Treuhand für die von der Verwaltung erstellte Person. Mit anderen Worten, wir präsentieren uns den Behörden als jemand, der nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen. Die Eltern wissen nicht, dass sie mit der Anmeldung ihres Kindes einen Vertrag unterschreiben, indem sie ihr Kind an den Vertragsverantwortlichen übergeben. Wenn nach 7 Jahren niemand Anspruch darauf erhoben hat, gehört er vollständig dem Staat. Aus diesem Grund können sie uns unsere Kinder wegnehmen, denn wir sind nur die Halter, sie sind die Eigentümer. Aus all diesen Gründen müssen wir unseren Wert zurückgewinnen. Gemäß dem Naturgesetz, das besagt, dass kein Mensch einen anderen unterwerfen darf und dass alle Menschen in Gleichstellung leben sollen. Kein Gesetz, das von einem Menschen geschrieben wurde, kann einem anderen Menschen übergeordnet sein. Das heißt, sich den Gesetzen oder Vorschriften eines anderen Menschen zu unterwerfen, erfordert die volle und bewusste schriftliche Zustimmung des Menschen, der sich diesen Gesetzen freiwillig unterwerfen will. Andernfalls würde es als Sklaverei angesehen werden. Wir wussten nie, dass wir uns unter dieser Bedingung befinden, also ist es ein Betrug. Wir denken, dass das Wort Person ein Synonym für verkörperte Essenz ist, aber es bedeutet nicht dasselbe. Was uns gerade befreit, ist die Erklärung, dass wir verkörperte Essenz oder ein geistliches Wesen sind. Denn ein inkarnierter Geist muss nicht unbedingt 8 Stunden am Tag arbeiten gehen. Wenn wir beginnen, auf einer anderen Ebene zu schwingen, verschwinden alle unerwünschten Themen aus unserem Leben. Unter all jenen, die diese Wahrheit kennen, wird eine kritische Masse entstehen, die die Befreiung Wirklichkeit werden lässt. Wir leben in dem, was manche das Zeitalter des Kali-Yuga nennen, das Zeitalter der Dunkelheit und der Zerstörung. Das heißt, wir befinden uns am höchsten Punkt des universellen Bewusstseins. Die alten Glaubenssysteme müssen durchbrochen werden, weil sie uns nicht mehr dienen. Natürlich haben wir einen freien Willen und wir können das Naturgesetz missachten, aber das wird negative Folgen haben. Sicher ist,
dass die Energie, die wir aussenden, die Energie ist, die wir vom Universum anziehen. Und das ist es, was wir in unserer Realität erschaffen. Energie fließt, wohin die Aufmerksamkeit gerichtet ist. Und natürlich ist der berühmte Satz, was wir sehen, das ernten wir, wahr. Schon bald wird die Welt nicht mehr wiederzuerkennen sein. Unsere wahre Geschichte wird ans Licht kommen und die Wahrheit über das System, in dem wir leben, wird bekannt.